Was ist der Leitsatz der Spray-Athene? Wir können alles, doch uns kann keiner. Und uns schmeckt prima, das liegt am Klima. Berliner Weiße mit Schuss, ja. Ein flotter Volksstamm ist hier zu Hause. Ist ziemlich fleißig, macht auch gern Pause. Und trinkt oft fröhlich bei deiner Sause. Berliner Weiße mit Schuss. Und alle, die sie hier so sehen, in unseren Szenen heute laufen, fahren oder stehen, sind Menschen, nicht bloß Leute. Uno, Kaffee. Los, hoch! Oder brauchst du eine extra Einladung? Ah! Ich kann nicht! Mich hat's wieder erwischt! Oh Mann, du machst Sachen! Was hat er denn? Hexenschuss. Doc, hilf Bruno mal auf die Socken! Ah! Nacht für Nacht hier auf dem eiskalten Boden. Das ist Gift für mein Ischias und für meine Bandscheiben. Was ich brauche, das ist ja mal eine schöne, weiche Matratze. Ich wirst da ein piekfeines Hotel. Du Pfeife. Harry, du bist da mal auf dem Laufenden. Du kennst ja keine Behausung, wo man mal für ein paar Nächte so richtig entspannt und menschenfreundlich pennen kann. Eine Villa. Und die Leute? Seit gestern verreist. Du warst ganz voll da alles. Ja? Wo? Sag schon. Was löhnst du? Hier. Echter Schotte Feingeschmack, was für höchste Ansprüche. Adresse. Westend am Sonnensteig 16. Erste Sahne. Natalia, ich rufe dich jetzt zum letzten Mal. Abendessen. Ich hab keinen Hunger. Sofort kommst du jetzt ins Haus. Oder soll ich Papa Bescheid sagen? Und wasch dir die Hände. Ja. Na, das muss ja nun nicht sein. Mal sehen, was im Keller ist. Volltreffer. So zu erschrecken. Was macht ihr denn hier? So alleine? Eure Mutter hat gekniffen, was?
keine Verantwortung hierfür. Das ist ja vielleicht ein Ding. Die haben euch hier eingeschlossen. Vielleicht wissen sie ja nicht, der überhaupt existiert. Gott, seid ihr mager, ihr Hühnchen. Habt tierischen Kohldarm, was kenn ich. Erlaubt mir, dass ich euch zum Essen einlade, ja? Ralf, hast du die Eintrittskarte? Fragst dich schon zum zweiten Mal. Ja. Und mach die Lichter oben aus, Tanja. Du versprichst mir, dass ich mich auf dich verlassen kann, ja? Es ist wirklich zu ärgerlich, dass uns Karin versetzt hat. Wir werden jemand anderen suchen müssen, der abends auf dich aufpasst. Kommst du? Also nutz nicht aus, dass du allein im Haus bist, ja? Hast du die Jalousien in der Küche runtergelassen? Oh, verdammt, nein. Vergesst. Ach, wenn man dich nicht an alles erinnert. Erlaubt es eine Stunde Fernsehen, dann ab ins Bett. Läuft ja nichts. Dann guck eine Kassette. Wie dich möchte, habe ich mich ja geliehen. Dumm von dir. Wo du wusstest, dass er verreist. Zu Steffi Bekörn. Papa, Michas Eltern haben uns doch einen Schlüssel von ihrer Villa gegeben. Ja, und? Kannst du mal schnell mit mir rüberlaufen und aus Michas Zimmer eine Kassette holen? Was ist für eine Kassette? Tanja, du mach mal einen Punkt. Du bist erlebt. Komm, Ralf, wir müssen jetzt gehen. Wann wollt ihr das nehmen? Ausgeschlossen, Kleines. Wir sind schon sehr spät dran. Und in Oper muss man ganz pünktlich sein. Ich hole dir die Kassette morgen. Nacht. Und mach keine Dummheiten. Das Kind hat manchmal Wünsche. Wann seid ihr wieder zurück? Ja. 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 Heute Honig, ja? Mensch, so jung und schon so verwöhnt. Wer bist du denn? Bist ein Einbrecher, willst dir was klauen? Oh. Was willst du dann hier? Nur eine Nacht schlafen. Bist ein Penner, wie? Wo hast denn die Kätzchen her? Wie bist denn du hier reingekommen? Mit dem Schlüssel. Gott, sind die süß. Was willst du hier? Du musst mich aus Zimmer eine Kassette holen. Papa hatte keine Zeit mehr, ist mit Mami in die Oper. Da habe ich mir den Schlüssel genommen, den haben wir für alle Fälle, weißt du. Hast du damit die Kätzchen gefüttert? Ich hab's versucht. Viel Ahnung hast du wohl nicht, wie? Nee, überhaupt keine. Das sind doch noch Babys. Genau. Die hat im Keller gefunden, halb verhungert. Hast du eine Ahnung, wo sie die Rabenmutter umtreibt? Hier im Haus waren sie? Im Keller, ja. Ich werd nicht mehr. Na, nur sag schon. Dann sind das Momos Kinder. Und wo ist sie? An der Ostsee. Spinnt sie? Micha hat sie mitgenommen. Gibt's denn sowas? Momo hat Kinder gekriegt. Ja, klammheimlich. Und dein Freund Micha hat überhaupt nichts davon gemerkt. Wo haben wir die Bescherung? Wann kommen denn die wieder? Am Wochenende. Bis dahin sind die verhungert. Glaube ich nicht. Wieso? Weil du sie die paar Tage pflegen wirst. Ich? Du hast sie gefunden und bist jetzt für sie verantwortlich. Also, die kommt überhaupt nicht in Frage. Ab morgen mag ich hier eine Fliege. Dann rufe ich eben jetzt die Polizei. Nee, hör mal, warte! Stehen bleiben! Ja, weißt du was? Aber Angst hast du wohl ja nicht. Vor dir? Ja. Trost mal mit der Polizei, ich könnte dich hier einsperren. Tust aber nicht. Nee. Du bist für eine Marke, du. Wie heißt du eigentlich? Tanja, und du? Bono. Warum nimmst du denn die Kätzchen nicht? Meine Eltern dulden keine Tiere im Haus. Brauchst sie gar nicht erst zu fragen. Ins Tierheim würden sie sie geben. Das wollen wir ja beide nicht, oder? Was wir jetzt brauchen, Tanja, das sind profunde Kenntnisse über Katzenaufzucht. Hast du eine Idee, wo wir die hinnehmen? Mich hat ein Katzenbuch, da steht alles drin. Die ausgewogene Ersatzmilch enthält Eiweiß einschließlich Methionin und Lysin, Energieträger in Form von Kohlehydraten und Fett. Die Spurenelemente Eisen, Kupfer, Zink, du lieber Himmel, wenn ich so gesehen, füttern wir ja völlig falsch. Büchsensahne kann ihn überhaupt nicht schmecken. Sie trinken, was willst du? Und meine Liebesperlenpuppenfläschchen sind genau das Richtige dafür. Ja, war eine gute Idee von dir. Und morgen besorge ich Katzenmilchpulver. Gefüttert wird eine auf 36 bis 38 Grad erwärmte Milch. Ab und zu bekommen die Kleinen beim Saugen zu viel Luft ins Mäulchen und bekommen einen Schluck auf. Ja, die da. Streicheln Sie dann das Bäuchlein, bis sich das Baby wieder beruhigt hat. Worauf wartest du?
3-Wochen-Babys müssen mindestens alle 3 Stunden gefüttert werden. Auch nachts. Eine gute Nacht, da hat man ja was eingebrockt. Weißt du, wie spät es ist? Gleich 10:30. Ach, weißt du, wie lange ich geschlafen habe? Alle 3 Stunden musste ich kommen, um diese verfressene Bär zu versorgen. Ich glaube ja nicht, dass ich dann gleich wieder eingeschlafen bin. Das liegt an dem Bett. Wieso? In sowas schläfst du doch sonst nie. Ja, das ist richtig. Könnte ich mir gleich doch hier blühen. Was hast du denn da mitgebracht? Babykost, Trockenmilch und Kinderbrei, die Drogerie für die Kätzchen. Und für dich frische Brötchen, Butter und Aufschnitt zum Frühstück. Na, warum sagst du das nicht gleich? Mal checken, was du hier seit Tagen treibst. Also, darauf wäre ich nie gekommen. Die Schicksalshimmel, Harry. Nee, Kalle und Doc. Wir haben uns Sorgen gemacht um dich, du Knallkopf. Warum gibt's nicht laut? Magst du Kaviar? Lachs? Pastete? Champagner gefällig? Was für eine Frage. Na, möchtest du? Klaro. Gebombt, kriegst du halt. Und der Haken? Oh, was denn für ein Haken? Muss man nur helfen, die hier aufzupäppeln. Weiter nicht? Nee, weiter nicht. Was treibt die bloß da drüben? Schnell, Leute, unter die Brücke, Gewitter! Was ist? Ein Kätzchen fehlt. Ha? Du hast so einen Korb gepackt. Wer ist denn der Typ? Harry, ein Kumpel von mir. Ich brauchte Verstärkung. Alina hat das nicht mehr geschafft. Nacht für Nacht ohne Schlaf. Wir wechseln uns jetzt ab mit den Kätzchen, verstehst du? Im Badezimmer. Was ist da? Das 4. Kätzchen. Ich hab's abgehalten. Was haben Sie? Katzen muss man ganz früh zur Sauberkeit erziehen. Was faselst du da? Ja, die anderen 3 haben sofort. Ja, was verdammt nochmal? Gepinkelt, ins Klobecken. Bloß das 4. Kätzchen brauchte länger. Und, wo ist es jetzt? Im Badezimmer, auf der Toilette.
Was Idiotisches, was der da gemacht hat. Hier, die hat sich erkältet und Schnupfen hat sie. Hier, meine Kleine. Kein Wunder, wenn man mit dem Hintern im Nassen sitzt. Da gibt's ja zu, war ziemlich dämlich von mir. Katzenbabys sind anfällig wie Menschenbabys. Ich sag euch was, die geht uns ein. Und der ist schuld. Mach was an, dass ich Bockmist gemacht hab. Aber das lass ich noch nicht auf mir sitzen. Ich hol den Doc. Den Quacksalber. Ach, Ralfi, tut mir leid, aber ich kann dir nur einen Pfefferminztee machen. Der hilft doch nicht. Einen Kamillentee brauche ich. Es ist keiner mehr da. Ich verstehe das auch nicht. Also eins sage ich dir, am Montag bin ich beim Arzt. Dann habe ich diese Magenbeschwerden. Hast du überall nachgeguckt? Ja, aber ich weiß ganz genau, dass ich letzte Woche neue Kamillenteebeutel gekauft habe. Ein ganzes Päckchen. Tanja, weißt du vielleicht... Nein, Mama. Wofür sollte ich sowas brauchen? Also, wenn du mich fragst, Doc, ich hege erhebliche Zweifel, ob deine Methode... Das ist eine Gewaltkur, zugegeben. Aber was beim Menschen hilft, hilft auch beim Tier. Man muss nur richtig dosieren. Wart's ab, Bruno. Morgen früh ist die Kleine wieder topfit. Die säuft wie ich in meinen besten Zeiten. Stimmt, alle 2 bis 3 Stunden, Tag und Nacht. Na komm schon. Michael, wie willst du denn reinkommen ohne Schlüssel? Und dann kommst du wieder und hilfst mir mit dem Koffer tragen, okay? Ja. Karl, pass auf, da ist doch der Teller drin. Der ist doch im Koffer. Ja, da bestimmt in 1000 Scherben. Michael! Was wollt ihr hier? Na, wie wohnt ihr? Hast du es vergessen? Ja, aber ihr wolltet doch erst morgen kommen. Das Wetter war Oberkacke, da sind wir schon heute Nacht gefahren. Los, komm jetzt. Was ist? Wir müssen verschwinden, sofort! Wieso denn? Die Leute sind zurück. Einen Tag früher, stehen schon vor der Tür. Nein, bloß hier falten. Raus hier! Tempo! Bewegt euch! Wir verschwinden durch den Hinterausgang. Nun macht schon, ihr Schnecken. Los! Los, mach riesig! So, Bruno, nun bist du wieder dran. Denk mir keine Klagen kommen. Deine Kinder sind verwöhnt, das kann ich dir flüstern. Sind das etwa? Ja. Sie hat sie heimlich bekommen, unten im Keller. Ist eine lange Geschichte, erzähle ich dir später. Na, du machst ja vielleicht hübsche Sachen. Bruno, Kaffee. Na los, hoch, oder brauchst du wieder eine extra Einladung? Hast du Milch? Wieso denn? Du trinkst doch sonst immer schwarz. Nicht für mich. Für dich.
ist mir heute Nacht zugelaufen. Gerade als ich so für mich dachte, dass mir die anderen kleinen Scheißer ganz schön fehlen. Irgendjemand muss es wohl gehört haben. Hm? Ich bin ja heute Mittag erst angekommen, mein lieber Karl-Heinz. Hab noch nie mal Zeit gehabt, meine Reisesouvenirs auszupacken. Ach, ich kann ja auch ein andermal. Quatsch! Die musst du dir unbedingt ansehen. Freue mich doch, dass du vorbeigekommen bist. Auf unser Wiedersehen, mein Junge. Tschüss. Prost, Onkel. Was hast du eigentlich gemacht in Neuseeland? Mein Horizont ein bisschen erweitert. Eindrücke gesammelt. Bisschen rumgeschippert. Mir das Land angesehen. Da war ich nämlich bisher noch nicht. Als alter Weltenbummler. Möchtest du auch eine von den Neuseeländer Krautwickeln, ne? Nein, danke. Und, wie geht's dir? Was machen deine Versicherungsgeschäfte? Ach, ist alles beim Alten. Und scheint dich nicht gerade in Euphorie zu versetzen, deine Arbeit. Nein, nein, mit der Arbeit, das ist schon in Ordnung. Ich meine, das kann man natürlich nicht vergleichen mit der Abwechslung, die du hast, aber ich bin zufrieden. Und wie geht's der Rosi? Was machen die Kinder? Noch gar keine Kinder. Nachlässig von dir, mein Lieber, sehr nachlässig. Kommt Rosi bloß auf dumme Gedanken? Ja, ist schon passiert. Ahntest du? Sie hat ein Verhältnis. Ach. Sie hat einen Juwelier kennengelernt. So ein smarter Typ mit aalglatten Manieren. Gnädige Frau hier, Handküsschen dort. Ist ein Junggeselle. Hat natürlich auch ein bisschen mehr Geld als ich. Was Ernstes? Ach, für ihn bestimmt nicht. Aber sie bildet sich ein, es sei die Liebe ihres Lebens. Hast du versucht, mit ihr zu reden? Ja, natürlich. Sie hat mir gesagt, dass sie noch Zeit braucht. Falsch, mein Lieber. Ganz falsch. Stell ihr ein Ultimatum. Ultimatum? Du solltest deine Nichte aber besser kennen. Das wäre der sicherste Weg, sie zu verlieren. Da ist was dran. Eigensinnig und stolz war sie ja schon immer. Ja, muss bei einer Familie liegen. Dann warte einfach ab. Irgendwann erledigen sich solche Affären von selbst. Ja, sicher. Und wie soll ich sie dann zurückgewinnen? Nein, ich halte das nicht mehr aus. Ihre abwesenden Augen, wenn sie zu Hause ist, und ihre Lügen, wenn sie weg war. Wenn nicht bald was passiert, dann passiert noch was. Na, 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 na. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Uns wird schon was einfallen. Junggeselle ist er, hast du gesagt? Dann will er das bestimmt auch bleiben. Ich weiß, wovon ich rede. Zur Bank, Herr Arnken, ja? Die Schecks haben Sie dabei? Ja, hab ich dabei. So. Und 25 retour. Danke. Ich habe zusammen. Danke. Ihre Gattin wird begeistert sein. Das denke ich auch. Bisher haben Ihre Kreationen ihr immer ausnehmend gut gefallen. Oh, vielen Dank, Dr. Brunner. Und meine Empfehlungen an die Frau. Danke, das werde ich ja ausrichten. Und Wiedersehen, lieber Arnken. Auf Wiedersehen. Oh, bitte tausendmal mit Entschuldigung. Alles bei dir. Was soll denn das? Einer von den nervösen oberen 10.000, wa? Schnall ich doch sofort. Hat bei dem ganz schön geklingelt in der Kasse, wa? Guten Tag. Ja. Ist ein Dollarladen hier. Hat sie nicht übertrieben? Ich brauch mal ein bisschen Luki-Luki. Ist doch gestattet, ja? Bitte, bitte. Ui, das sind ja Klunker. Mein lieber Scholli. Suchen Sie was Bestimmtes? Was Bestimmtes? Nee, eigentlich nicht. Eine Kette oder ein Armband vielleicht, ja? Wäre vielleicht gut, nicht? Hauptsache schön und groß. Auffällige Sachen liebt sie, ja, steht sie drauf. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist ein Platinarmband mit Diamanten besetzt. 68.000 Mark. Donnerlittchen, so preiswert. Naja, aber muss ja nicht sein, nicht bei aller Liebe. Sag dem Erwin übrigens auch immer. Erwin ist mein Ältester, wissen Sie? Dem ist gerade dritte Braut abgehauen. Sowas wäre Ihnen noch nie passiert. Time is money, ich weiß Bescheid. Bin doch selber Geschäftsmann, Obst und Gemüse in der Frühmarkthalle. Ja, nun zeigen Sie mir doch mal was. Vielleicht so ein Kettchen, wo man dranhängen kann.
Hier hätte ich verschiedene Kettchen in 333er Gold, der jetzigen Mode entsprechend. Ist natürlich nur für jüngere Damen geeignet. Naja, mit 28 ist er das ja noch so halbwegs. Nicht, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von all dem. Ihr Schmeider, suchen Sie was für mich aus. Ja, Sie sind ja geprüfter Fachmann. Wie Sie wünschen. Ein Anhänger? Ja, hängen Sie mal dran. Soll es ein Sternzeichen sein oder ein Stein? Stein, würde ich sagen. Passend zu Ihren Ohren. Wie meinen? Passend zu Ihren Augen. Aquamarine. Junge, Junge, Junge. Liebe macht aber mächtig blind. Was? Die hat doch grüne Augen wie eine Katze. Haben Sie das noch nie bemerkt? Wie bitte? Ehrlich, können Sie mir glauben, die hat grüne Augen. Wie Stachelbeeren, von Geburt an. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, dann vielleicht Turmaline? Ja, Ihre Mutter hat ja braune. Ich werde sie übrigens bald feststellen können. Die ist schon ganz jibbelig. Die wollte heute am liebsten mitkommen. Hat ja natürlich ausgeredet. Außerdem konnte sie ja nicht. Heute ist Freitag. Das ist leider mein einziger Turmaline. Schlecht sortiert, was? Freitag geht's immer putzen. Obwohl das ja nicht gut ist für Sie bei Ihrem Rheuma. Das Herz hier ist übrigens sehr hübsch. Das ist Dublé. Oh, Ihr Herz ist ohne gerade das Beste, nicht? Aber bei so einer duften Tochter wie der Rosi, nicht? Die hat ja auch schon gesagt. Mutter hat sie gesagt, nach der Hochzeit, da brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Da hast du nicht mehr nötig. Ach, schon schwer in Ordnung, die Rosi. Denkt immer an eine Familie. Rosi? Wie? Ja, Rosi Krause. Rosi. Wie sagen Sie denn zu ihr? Rosemarie? Nein. Rosi. Rosemarie wäre vielleicht ein bisschen jünstiger für eine Dame der Gesellschaft, nicht? Wo werden Sie denn feiern? Rosi sagt, das überlässt sie Ihnen. Was feiern? Na, die Hochzeit. Polterabend machen wir natürlich bei uns in der Köln, ist doch klar. Also, mein lieber Herr... Krause, Entschuldigung, Otto Krause. Sagen Sie Otto zu mir, rückt er demnächst Ihr Schwiegervater bin. Also von Hochzeit kann überhaupt keine Rede sein. Ihre Tochter ist doch bereits verheiratet, soviel ich weiß. Mit einem höheren Angestellten. Sehr hoch. Schornsteinfeger ist der Kalle. Oh. Schornsteinfeger. Naja, jedenfalls ist sie festgebunden und das respektiere ich natürlich. Moment, das Herzchen wollten wir da nehmen. Wie? Ach so, ja natürlich. Das ist doch alles schon so gut wie erledigt. Was? Na, mit der Scheidung. Kalle hat sie mit allem einverstanden erklärt. Er will dem Glück seiner Frau nicht im Wege stehen, hat er gesagt. Nächste Woche ist Termin. Nächste Woche? Wussten Sie das noch nicht? Nein. Ach, herrje, dann wollte sie die Rosi damit bestimmt überraschen. Und ich Horn, Ochse, ich quatsche alles aus. Tun Sie mir einen Gefallen, vergessen es am besten. Tun Sie einfach ganz doof. Ja. Ja, so. Schon so spät? Ich muss ja noch die 5 Kisten Schnittlauch holen. Also. Bis Sonntag, mein lieber Schwiegersohn, ja? Meine Frau freut sich schon mächtig und der Rest der Familie natürlich auch, wa? Oh, Entschuldigung, die einzelne Dame. Scheint heute nicht mein Tag zu sein. Wer war denn das? Otto Krause. Sein Herz hat er vergessen. Mensch, mein Mützchen. Die hol ich mal zurück. Entschuldigung. Ich hab was vergessen. Ist da das Reisebüro Canaria Tours? Ja, hier ist das Juweliergeschäft Anken. Ich hätte gern Herrn Gensen gesprochen. Ja, es ist dringend. Sagen Sie ihm, Herr Anken ist am Telefon. Ja, danke, ich warte. Ist noch was? Hä? Ja, ich hab's mir überlegt. Ich nehm das Herzchen. Das Herzchen? Ja, Ihr Chef hat mir da vorhin eins gezeigt. Auf dem Tablett da. Welches meinten Sie? Ja, welches war denn nun noch? Ja, Herr Gensen? Ja, Sie müssen mir aus einer großen Verlegenheit helfen. Ich brauche dringend einen Flug nach Lanzarote. Ja, ich muss mal ein bisschen ausspannen. Hinflug morgen, Rückflug offen. Gibt's eine Chance, glauben Sie? Ja, vielen Dank, ich warte. Ja. Vielen Dank. Sagen Sie, gibt es so ein Herzchen noch aus purem Gold und ein bisschen größer? Selbstverständlich, aber ich glaube kaum, dass Ihnen der Preis zusagen wird. Das kostet... Gebonkt, nehme ich. Ja, ergänzen. Ist klar.
Na, Fabler. Da fällt mir ja direkt ein Stein vom Herzen. Vielen Dank, Herr Gänse. Es ist für eine junge Dame, die ich morgen heftig trösten muss. Adoptieren. Wie bitte? Ich würde Sie gerne adoptieren. Du, mich? Ja, sind Sie einverstanden? Du würdest mich gerne adoptieren. Habe ich richtig verstanden? Aha. Tja. Na und wie heißt du denn eigentlich? Babsi Fischer. Babsi? Wie kommst du auf diese Idee, mich zu adoptieren? Na, weil Sie gefallen mir eben. Danke. Und ich glaube, Sie mögen Kinder, weil Sie schon so lange in dem Geschäft sind. Haben Sie eigentlich Kinder? Nein, habe ich nicht. Aber einen Neffen. Na, dann ist ja gut. Wissen Sie, mein Papi ist letztes Jahr gestorben. War zwar nicht mein richtiger Papi, aber jedenfalls ist er tot. Mhm. Und seither ist meine Mami gar nicht mehr fröhlich. Ist zwar nicht meine richtige Mami, aber ich will trotzdem, dass sie fröhlich ist. Das kann ich verstehen. Eben. Und ich hätte auch gern wieder einen Papi. Und deswegen möchte ich Sie adoptieren. So, jetzt kann ich Ihnen behilflich sein. Na, mein Herr, haben Sie was gefunden? Ja. So kann man es auch nennen. Sag mal, ist euer Kartenstörlüfter kaputt? Ich hab's ja geschafft, hier ist es. Ja. Hat sie was angestellt? Nein, nein. Das kann man eigentlich nicht sagen. Darf ich mich erst mal vorstellen? Viktor Lohmann, mein Name. Susanne Fischer, ich bin Babsis Mutter. Ah ja, angenehm. Ja, wir haben uns in einem Spielzeuggeschäft getroffen, Babsi und ich. Und da fasste sie einen sehr originellen Entschluss. Sie bestand darauf, mich zu adoptieren. Du meine Güte, Babsi. Ist ja wirklich... Wollen Sie nicht... Kommen Sie doch einen Moment herein. Ja, los, komm rein! Herr Lohmann. Lohmann. Ich bin so frei. Natürlich hatte ich vor, Babsi irgendwann zu sagen, dass sie adoptiert ist. Aber ich wollte damit noch warten, bis sie älter ist. Und wie hat sie es dann erfahren? Sie hat ein Gespräch belauscht zwischen meiner Schwester und mir. Zuerst war sie natürlich sehr erschüttert. Was man ja verstehen kann, ne? Ja, sicher. Aber sie hat sich dann erstaunlich schnell gefangen. Irgendwie wurde sie dann ganz vergnügt und meinte, wenn man ein Kind adoptieren kann... Dann kann man auch einen Vater adoptieren. Ja. Ganz logisch. Und Sie sind jetzt das Opfer. Ach, für ein Opfer fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Entschuldigen Sie, dass ich persönlich werde. Aber Babsi hat sich ja wohl auch um Sie Sorgen gemacht. Um mich? Ja. Sie meinte, dass Sie seit dem Tod Ihres Mannes nicht mehr so recht fröhlich werden. Das hat sie wohl etwas übertrieben, aber... Aber ein bisschen stimmt's doch, oder? Hallo, ihr, ist serviert. Na, dann wollen wir mal. Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Na, Mami, adoptieren wir ihn? Hör mal, Babsi Lentis, das geht doch nicht. Ich habe dir das schon mal erklärt, man kann Erwachsene nicht adoptieren. Aber Kinder kann man. Ja, die sind allein und hilflos. Und Erwachsene wohl nie. Ganz schön helle, die Kleine. Ja, bitte, Herr Lohmann, erklären Sie ja doch, dass das nicht geht. Ich? Ja. Na gut. Komm mal her, meine Süße. Setz dich mal zu mir hier auf den Schoß, komm. Oh ja. Pass mal auf. Ja? Sieh mal, das ist doch so. Wenn du mich jetzt als Papi adoptierst, ne? Dann müsste ich ja der Mann von deiner Mami werden.
Würde auch Zeit, dass wieder mein Mann ins Haus kommt. Tja, aber da hätte deine Mami ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden, oder? Auch wissen Sie, die Mami, die muss man auch manchmal zu ihrem Glück zwingen. Wo ist denn du das her? Sag doch Tante Sonja immer, oder? Meine Schwester. Stimmt vielleicht nicht. Babsi, sei nicht so frech. Danke. Du hast gar nicht so unrecht, Babsi, dass man die Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen muss. Aber das Glück selber, das kann man nicht erzwingen. Prost. Aber ihr könnt mal miteinander versuchen. Babsi, jetzt ist Schluss. Schau mal, meine Kleine. Ich bin ja eigentlich schon aus dem Alter raus, wo man normalerweise Vater wird. Hm? Na und? Sie sollen ja auch kein normaler Vater werden, sondern ein Adoptierter. Ja, ja. Trotzdem muss ich jetzt langsam los. Aber ich hab da eine Idee. Was hältst du denn davon, wenn wir alle drei am Sonntag in den Zoo gehen? Au, prima. Dann sprechen wir die ganze Sache nochmal durch, hm? Eine Spitzenidee. Tja, da bin ich wohl überstimmt. Aber nur unter einer Bedingung. Du versprichst mir, dass du nie wieder versuchst, einen fremden Mann zu adoptieren. Das brauche ich auch nicht mehr. Jetzt haben wir ja ihn. Hm. Victor, sag mal, ich dachte, du kommst überhaupt nicht mehr. Natürlich komme ich. Lass doch einen alleinstehenden Vater nicht im Stich. Ich kann nämlich zum Babysitten brauchen. Seid ihr Babysitten? Ich bin schließlich schon ziemlich erwachsen. Entschuldige, Mäxchen. Wie geht's uns denn so? Siehst du doch, prima. Muss Sissy nur noch beibringen, wie sie durch den Reifen springt. Dann können wir ja nächste Woche eine Zirkusvorstellung geben. Nicht, Sissy? Ja. Willst du einen Kaffee? Ja, aber nicht wieder so einen dünnen. Sag mal, hast du das Geschenk für Mäxchen besorgt? Ach du meine Güte, habe ich ja ganz vergessen. Mensch, morgen hat er Geburtstag. Ich weiß. Mensch, hat mich aber ganz schön durcheinander gebracht, der kleine Frotz. Ach so, ich habe eine Bohne mehr genommen. Stell dir mal vor, was mir passiert ist. Wieso, was ist denn passiert? Na, ich bin in den Spielzeugladen, will das Auto für Mäxchen kaufen. Und dann kommt doch so eine kleine Göre auf mich zu und will mich adoptieren. Bitte was? Ja, adoptieren. Die kleine Krabbe. Niedlich seid ihr. Ganz geradeaus. Sucht einen Vater für sich und einen Mann für... Sag mal, hast du am Sonntag schon was vor? Nö, wieso? Wird da irgendwas mit Mäxchen unternehmen, wie üblich, ne? Dachte ich mir. Wann warst du denn das letzte Mal im Zoo? Welches? Das! Oh, du bist doch viel zu groß. Nein. Hast du da nicht Angst? Da hinten wäre so ein schönes Hellbraunes. Das wäre doch auch ganz witzig. Wie das mit dem langen Schweif da? Hä? Oh, das wäre ja noch größer. Onkel Victor! Guck mal, da ist Onkel Victor! Tja. Na, das ist aber eine Überraschung. Mein Neffe. Wie kommt ihr denn hierher? Das ist mein Neffe Ralf und sein Sohn Mäxchen. Frau Susanne Fischer und ihre Tochter Babsi. Maxim wollte, er wollte gerade mal eine Runde reiten. Jana, prima. Willst du das auch mal versuchen, Babsi? Ich weiß nicht. Das ist nichts für Mädchen. Die sind viel zu zimperlich für sowas. Ich bin nicht zimperlich. Wirst du gleich sehen. Na, da bin ich aber gespannt. Die Runde geht auf mich. Was macht das? 4 Mark, bitte. Für beide? Ja, für beide. Sie haben... Bitte. Nein, nein, Sie zuerst. Aber selbstverständlich Sie. Nun macht's doch nicht so kompliziert, Kinder. Ja, ich... ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, wie nett ich Ihren Sohn finde. Ja. Ja, dasselbe wollte ich über Ihre Tochter sagen. Ein Wunder, dass Mäxchen so gut geraten ist, ohne Mutter. Ach, wo ist sie denn? Dort, wo der Pfeffer wächst. Naja, ganz ehrlich, sie ist in Madagaskar.
Und wie lange? Für immer? Für ziemlich immer. Und da haben wir auch gar nichts dagegen, nicht, Ralf? Mhm. Guck mal den da, den mit den krummen Beinen. Ja, los, lachen Sie mal. Wie gefällt's denn dir? Wer? Die Junge oder die Alte? Na, Babsi natürlich. Ganz nett für ein Mädchen. Und die Mutter? Boah, scheint in Ordnung zu sein. Kennst dich aus bei Frauen, ne? Claro. Lächeln, bitte. Haben gnädige Frau überhaupt einen Film drin? Hm? Wie gefällt er dir denn? Wer? Na, Maxchen. Ein bisschen kindisch, aber sonst ganz gut. Und sein Vater? Du gefällst mir besser. Danke, sehr lieb von dir. Aber deiner Mutter scheint der Ralf besser zu gefallen. Erwachsene haben manchmal einen komischen Geschmack. Aber dir, die gefällt meine Mutter wohl nicht? Nee, Babsi, das stimmt nun nicht, das kannst du nicht sagen. Deine Mutter würde mir schon gefallen. Aber? Schau mal, Kleines, das wäre doch ein viel zu großer Altersunterschied zwischen uns beiden. Hm? Ich könnte ja fast der Vater von deiner Mutter sein, oder? Du willst dich bloß drücken. Och, Mädel, mach mir's doch nicht so schwer. Ich hab dich wirklich lieb, das kannst du mir glauben. Ich geh dir ja auch nicht verloren. Denn sieh mal, der Ralf, ja? Der ist ja schließlich mein Neffe und eigentlich ist er auch sehr nett. Meinst du? Ja. Meinst du, er würde sich eher adoptieren lassen? Schon möglich. Soll ich ihn mal fragen? Nee. Das überlass mal schön deiner Mutter. Ich glaube, diesmal muss man sie nicht zu ihrem Glück zwingen. Ich hab ihr los zurückgelegt, sonst wär's diesmal schon weg gewesen. Sie sind aber auch verdammt spät dran. Das ist aber nicht meine Nummer, die ich sonst immer habe. Die 159-298, hier steht 299. Nicht Ihre Nummer? Gibt's ja nicht. Lass uns mal sehen. Na, das ist ein Ding. Die letzte Ziffer haut nicht hin. Na, das sag ich doch. Tut mir leid, Herr Bräuling, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Können Sie denn das richtige Los nicht noch besorgen, Herr Feldkamp? Nee, das habe ich offensichtlich verkauft. Ja, warum sind Sie nicht auch früher gekommen? Wollen Sie nicht mit diesem hier versuchen? Ist doch bloß die letzte Zahl, die nicht hinhaut. Herr Feldkamp, ich möchte bei meinem Prinzip bleiben. Seit 7 Jahren kaufe ich ein Los bei Ihnen mit meiner Glückszahl. Und die ganze Zeit haben Sie nichts gewonnen. Herr Bräuling, vielleicht ist es ein Ding vom Schicksal, dass Sie mal ein anderes Los ausprobieren sollten. Meinen Sie? Ach, klar doch. Nehmen Sie es mal. Und wenn Sie diesmal gewinnen, dann rufe ich Sie auch sofort an. Na gut, dann nehme ich's. Na, sehen Sie. So, das ist fini. Pardon, ist das recht so, Herr Wittmann? Die Lüsten kurz. Was? Ja, das finde ich aber noch nicht. Sonst kommt ja Ihre Kopfform gar nicht zur Geltung. Nee, das muss schon so sein. Ach, Mann. Ist das mein Kopf oder Ihrer? Ist was sicher auch noch, Herr Wittmann. Nein, lassen Sie mal. Was macht es? 29,50, Herr Wittmann. Ja, ist ja gut. 50-pfennige Retour. Da, das ist für Sie. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Herr Wittmann. Auf Wiedersehen. Der Nächste, bitte. Was darf es sein, Herr? Rasieren, bitte. Salon Dirksen, guten Tag.
Tut mir leid, Herr Bräuling kann jetzt nicht. Er hat gerade einen Kunden. Also während der Arbeitszeit ist das wirklich nicht günstig. Martin, können Sie nicht aufpassen? Gut, ausnahmsweise. Oh, das tut mir wirklich leid. Herr Bräuling, Telefon für Sie. Ah ja. Aber machen Sie es kurz, Herr Bräuling. Sie wissen, dass ich Anrufe im Betrieb nicht gern sehe. Bräuling? Herr Feldkamp? Ja? Was? Gewonnen? Ja. Und wenn Sie vorbeikommen, nicht in Schein vergessen. Oder den gibt es nicht. Moment, Herr Feldkamp. Was habe ich... Ich meine, wie viel... Hallo? Herr Feldkamp? Ach, bitte. Egal. Ich habe gewonnen. Jungs, gewonnen. Jetzt geht's aber rund hier. Hin und her. Das ist nicht schwer. Attacke, Rolling. Ran an die Bulette. Sie sind ja wahnsinnig. Wo ist der Chef? Ich will den Chef sprechen. Was ist denn hier los? Ach, von dem lasse ich mich nicht rasieren. Ich bin doch nicht lebensmüde. Der hat mich bedroht mit dem Messer. Sind Sie doch noch zu retten, Herr Bräuling? Was soll man denn dazu sagen? Sehen Sie, Sie sind sehr peinlich. Bitte vielmals um Entschuldigung. Aber ich werde Sie selbstverständlich persönlich rasieren, wenn Sie es würden. Großartig, dann kann ich ja gehen. Ne? Ja, ja, gehen Sie. Gehen Sie nur, ich kann Sie gar nicht gebrauchen. Sie sind ja total übergeschnappt. Übergeschnappt? Schauen Sie mal, Chef. Wissen Sie, was das hier ist? Mein Lotterieschein, mit dem ich eben gewonnen habe. Da sind Sie platt, was? Ab jetzt können Sie mich mal, Herr Dirksen. Von Ihnen muss ich mir nur nichts mehr sagen lassen. All die Jahre habe ich Ihre Launen ertragen und habe es mir auch mal gefallen lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Verstehen Sie? Darauf können Sie giften, Sie sind entlassen. Darum möchte ich auch gebeten haben. Wissen Sie nämlich, was ich jetzt mache? Ich nehme meine Lotterieschein und hole meinen Gewinn ab. Den Schein. Hey, halt, Moment mal. Bleiben Sie stehen. Geben Sie mir meinen Schein wieder. Mein Schein. Rücken Sie ihn raus. Stecken Sie zuerst das Messer weg. Wo ist er? Den Zettel, den habe ich nicht mehr. Was? Ehrlich, den habe ich weggeworfen. Sind Sie wahnsinnig? Den brauche ich. Warum haben Sie mir den überhaupt gegeben? Ich Ihnen? Ja, da liegt er. Moment, Moment mal, also der Herr da mit der Brille, halt doch mal. Entschuldige bitte vielmals. Entschuldigen Sie, würden Sie mich bitte auch mal durchlassen, dann entschuldige Sie. Gehört mir. Thank you.
Haben Sie gedacht, das ist eine Schuhputzmaschine, wa? Nur die Hälfte. Dann ist die andere ja noch am Haufen. Nein! Bitte nicht hier mehr! Nein! Nein! Ach Gott! Ist doch viel egal. Jetzt wird kassiert. Ist doch schon Geschäftsschluss. Hat doch Zeit gehabt. Bis morgen. Morgen, morgen. Hier. Was ist denn? Na, mein Lotterieschein, was denn sonst? Also, wenn ich sie nicht kennen würde. Da rücken Sie schon mit raus. Was habe ich gewonnen? Haben Sie überhaupt so viel Geld in die Kasse? Sie machen Witze. Hier. 120 Mark. Was ist denn das? Ihr Gewinn, 120 Mark. Können Sie schön mit Ihrer Frau essen gehen, die wird sich freuen, wa? Ich habe keine Frau. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Ich komme mit. Hier, schließ ab. Sich noch mal herablassen, mein Geschäft zu betreten? Unter diesem Zustand? Bitte, Herr Dirksen, es tut mir leid, ich habe mich total bescheuert benommen. Entschuldigen Sie vielmals. Ich bin einfach durchgedreht. Hab gedacht, ich bin jetzt ein Krösus. Und können sich diese Unverschämtheiten leisten? Verstehe. Wissen Sie was? Wir vergessen das alles. Ja! Ich zeige diesen Herrn, wie tolerant sein böser Chef ist. Sie sind wieder eingestellt. Nur, Sie fangen so klein an, wie Sie gerade sind. Hier, fegen Sie. Na los, worauf warten Sie noch? Oder ist diese Beschäftigung unter Ihrer angekratzten Würde? Ja, Salon Dirksen. Der fegt gerade. Ich muss Herrn Bräutigam unbedingt sprechen. Ja, persönlich. Sofort, ja. Das ist von ungeheurer Wichtigkeit.
Herr Bräuling, schon wieder ein Gespräch für Sie. Oh, das tut mir leid. Ja, nun kommen Sie schon, der kann es sich nicht abweisen. Nicht. Herr Bräuling. Mensch, Herr Bräuling, ich bin Kamel, ich bin ein riesen Rhinoceros. Ich hab mir total vertan, ich hab ja ganz vergessen, dass Sie eine andere Losnummer gespielt haben. Und die, Herr Bräuling, die hat haushoch gewonnen. 100.000 Mark. Sagen Sie das nochmal. 100.000 Mark. Irrtum ausgeschlossen? Ja, ich habe doch hier schwarz auf weiß auf meiner Liste. Ich gratuliere, Herr Bräuling. Danke, Herr Feldkamp. Herr Bräuling? Ja, das ist. Ein für alle Mal. Privatgespräche werden in Zukunft von diesem Salon aus nicht geführt. Ist das klar? Da könnten Sie recht haben. Ich kündige. Was? Ja. Ich mache einen eigenen Salon auf. Ich habe gerade das Startkapital bekommen. Was haben Sie? Glück gehabt, Mann! 100.000 Mark gewonnen! 100.000? Mark, ja. Da müssen Sie lange für arbeiten. Hier. Fegen Sie. Fangen Sie ganz klein an.